Willkommen, Leute, bei unserem Best of 2014, die Suchtprofis. Mit Delta und Forza. Mit Delta und Forza, ja. Wir haben uns mal gedacht, zum Ende des Jahres machen wir ein kleines Best of, was uns so alles 2014 passiert ist. Ja, und da haben wir so ein paar kleine, wie soll man das sagen, Kategorien, denke ich mal. Ja. Und so dazu werden wir jetzt unsere besten Szenen einmal bekannt geben. Und vielleicht könnt ihr ja nochmal eure besten Szenen schreiben, wenn ihr Lust habt. Ja, also die beste Explosion war meiner Meinung nach in dem Beleidigungsvideo das Bonus davon. Da sind zwei Polizeiwagen ineinander gefahren und das war schon ziemlich cool, gerade weil wir eigentlich Polizisten beleidigen wollten und dann kommen da zwei Cops an und rammen sich frontal ineinander. Und schalten sich gegenseitig aus. Ja, genau. Also war auch nichts viel mit beleidigen. Ich bin dann ja noch ausgestiegen. Ich hab versucht, die Knarre zu holen, aber das lief auch nicht so gut. Da stand ja noch ein zweiter. Wieso, du hast die Waffe doch bekommen? Ja, die Waffe habe ich noch gekriegt, aber der Typ hat noch gut auf mich geschossen, aber ich bin noch weggekommen. Okay, ich renn weg. Ey, weg mit der Waffe. Ah! Oh nein, 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 ich mich tasern. Halt, stopp. Ich stell mich im Weg. Ja, meine beste Explosion war letzt erst im Weihnachtsspecial, wo wir die Geschenke für die lieben Kinder auf dem Server gesammelt haben. Wir haben sie nicht geknackt, haben wir nicht, nein. Aber auf jeden Fall bin ich mit meinem schönen SUV angefahren. Und was soll man sich denken? Kam von hinten einfach einer reingerast. Der böse Krantelbart. Und zerstört mein hieß SUV. Wirklich so, ne? Hieß der echt Krantelbart? Der hieß Rumpelstilzchen. Der hieß Rumpelstilzchen, ja gut, okay. Der böse Rumpelstilzchen. So ähnlich. Das böse Rumpelstilzchen. Ja, das war gut. Ja. Wir haben die Autos wirklich mit Mühe besorgt und dann kommt da irgend so ein Vollidiot an und rammt uns das Auto kaputt. Vorsicht! Du bist doch vor, Mann! Oh? Renn! Mann, ihr Spar! Ja, der beste Kill. Wir hatten ja viele Kills erlebt. Nicht nur hier in Altes Live, sondern auch in anderen Spielen, aber ich fand den besten Kill, beziehungsweise die beste Killerin, war die Vizekanze, die mal eben so ganz locker flockig mit ihrem Zamak ein paar Leute umfräst. Aber schön vorsichtig fahren. Ja, ja. Naja. So vorsichtig war das nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, der ist einfach über die Straße drüber gelaufen. Das ist nicht gut. Egal, war ein Medic, der versorgt sich selber. Oh mein Gott, macht er? Ja, hau den nächsten um. Oh mein Gott. Ich glaube, ich laufe den Rest doch sie über. Ich fand das richtig witzig, als ich das Video von dir gesehen habe. Aber es hat die auch nicht gejuckt. Also nicht beim ersten Kill hat sie das nicht gejuckt. Ne, eben, also muss dazu ja sagen, ich bin wirklich, ich glaube, 1,5 Stunden rumgelaufen, um nach Kavala zu kommen und dann die letzten 1000 Meter fahre ich bei Mizekatze mit und muss noch Angst haben, dass ich drauf gehe, weil sie fährt wie eine Besoffene. Ja, so mein bester Kill waren im Prinzip mehrere Kills. Das war aus unseren Far Cry Videos, wo wir Tiere umgebracht haben, was ja eigentlich nicht unbedingt witzig ist, aber gerade in Far Cry ist es ziemlich lustig, da. Naja, die backen so ein bisschen, finde ich. Die fliegen ja einfach viel zu spät los und. Ja, die Physik ist nicht ganz ausgereift da. Nee, eben. Und alle Kills insgesamt, die waren total bescheuert. Ah! Oh nein. Was ist der denn? Boah, Alter. Ja, der beste Spruch 2014 geht für mich an Nordmann, der in dem Video von der Fahrschule, also sind wir ja gecrashed und er hat uns rausgezogen, hat mich dann zur Rede gestellt und die ganzen Strafen aufgegeben und dann kam von ihm der Spruch,
Erklärt, ist mir gerade eben über Funk durchgegeben worden, da haben sie nochmal Glück gehabt, da sind sie gleich dem Teufel nochmal von der Schlippe gesprungen. Allerdings kann ich Ihnen sagen, der Geiselnamen, ja, Entschuldigung, Schippe wollte ich sagen. Natürlich hat der nette Eiforzer das gleich mal wiederholt. Ja, und Nordmann hat das aber, finde ich, gut gelöst. Also, war eine coole Aktion. Ja, der hat mich angepumpt. Ja, coole Aktion, sage ich. Ja, gut gelöst. Wo war ich stehen geblieben? Bei der Schlippe. Jetzt war ich bei der Schlippe, genau. Kommen wir die einfach von der Schippe. So, dann und zwar wird Ihnen jetzt folgende... Seien Sie mal still hier. Ich werde hier gleich aggressiv. Gehen Sie mal da hin zum Kollegen, da bei den Mülleimer, da riecht es auch unten. Da können Sie mal das mal hinstellen. Mein bester Spruch. Wie hieß der Polizist noch? Weiß ich nicht. War in dem Video guter Rebell, schlechter Rebell. Wo wir... Nicht schlechter. Ach, was auch immer. Wo wir da die Sperre auf der Brücke gemacht haben, die sehr schief gegangen ist. Ja. Wo wir dann uns irgendwie rausgeredet haben und gesagt haben, dass unsere Höhe fehlt. Und ja, der genau. Praktikant bzw. das Ordnungsamt das Öl einfach komisch in den Motor reingefüllt hat. Und der liebe Polizist dann gesagt hat... Ja, das ist ein bisschen knifflig hier. Mit so einem großen Benzin, mit so einem großen Kanister. Ja, Sie machen das da, glaube ich, auch falsch. Ja, das müsste schon so gehen, glaube ich. Ich bin ja kein Experte, aber ich an deiner Stelle würde es nicht in die Reifen füllen. Also wenigstens die Reifen mal wieder ein bisschen geölt, ist auch gut. Ja, die Animation war einfach ziemlich falsch. Also wir wollten ja Öl haben für unseren Motor. Der Trottel füllt das alles in die Reifen. Beste Szene, ja, die, da war schwierig zu finden für mich, fand ich, weil es war eigentlich alles ganz gut. Also die beste Szene war, ich fand ich in dem Video Cryo 4, ein sehr unscheinbares Video, was wir mal gedreht haben. Ja, es ist schon ewig her, war auch ziemlich kurz. Kennt wahrscheinlich kein Schwein. Das ist noch aus 2014. Ja, das ist noch 2014. Ganz am Anfang von 2014. Ja, da haben wir eine Stage gehabt, wo wir vor einem Sägenmann, oder wie man Sensenmann ja, und wir kamen einfach nicht weiter. 5000 Mal haben wir das versucht. Mindestens. Haben dann einmal... Ja, wir hatten ja so eine kleine Taktik, und zwar, dass wir wussten ja, dass er da rauskommt, und einer ist vorgelaufen, und der andere wollte dann warten. Und dann von hinten auf den Typ schießen. Richtig. So, wir haben das ja ganze Zeit so gemacht, dass du, glaube ich, reingelaufen bist. Ja. Und ich habe gewartet. Ja, und da das irgendwie nicht funktioniert hat, selbst nach dem 1000. Mal, haben wir dann einmal getauscht. Fatal, das war, hat fatale Folgen nach sich gezogen. Okay. Ready? Yes. Nein! Geil! Ich war schon drauf und ich habe jetzt nicht erwartet, dass er zu mir kommt. Ich auch nicht. Meine beste Szene war im Fahrschulvideo. Nachdem wir den ersten Drehtag sozusagen oder den ersten Fahrschultag beendet hatten, habe ich ja das Auto vermeintlich eingeparkt. beim Einparken habe ich ein Auto von 3 Leuten, glaube ich, gerammt. Und das fanden die nicht ganz so lustig, sind natürlich wieder ausgestiegen, haben mich angepumpt, wollten, dass ich aussteige. Ja, Zentralverriegelung sei Dank, ne? Ja. Und ja, dann haben sie mich aber einfach zugeparkt. Aber wir wollten ja weiter und naja, ich bin langsam ausgeparkt und dieses langsam ist dann... Hier haben wir jetzt erstmal eine Lektion. So, also man schiebt sich den Weg einfach dann ganz langsam frei. Ja, ich bin danach auch noch gestorben, weil deren Fass explodiert ist. Ja. Aber wir hatten Glück, dass der Notarzt da in der Kavala um die Ecke war und nur der Mario Hanna, der fand das nicht ganz so witzig. Als was hat er uns bezeichnet? Als Hütchen? Ja, keine Ahnung, was das so bedeuten soll. Hütchen. Ihr Hütchen. Gut, unser bester Lacher. Ja, gut, der geht für mich ganz klar an Forza. Natürlich, an wen sonst? Im Weihnachtsvideo
da hatten wir nämlich eine ziemlich lustige Situation. Wir haben mal die Autos verschenkt. Und irgendwann kam ein netter Kollege vorbei und wollte jetzt gerne ein Auto haben. Aber das Problem war, der hat ein bisschen gestottert. Ja, er hat zuerst geleckt, dann rannte er auf der Stelle und wir haben ihn nicht gesehen. Wir hätten ihm ja gerne ein Auto gegeben, aber wir haben ihn einfach nicht wirklich richtig gesehen. Und er hat einfach nur geschrien, ich will das Auto, ich will das Auto. Am Ende hat er nur noch Hallo geschrien. Ja, hallo. So, und dann bin ich weitergegangen. Und da lief dann der nette Wolf, glaube ich. Dem wollte ich das Auto geben, der wollte es aber gar nicht haben. Und im Hintergrund hört man immer noch, wie dieser... ich weiß nicht, hieß er Manuel oder so? Ja, richtig, Manuel. Und er hat wieder geschrien, hallo, ich will das Auto. Entschuldigung, Wolf? Hast du ein Auto? Hallo? Nein. Wie bitte? Nee. Ich hätte das Auto gerne, hallo, Hilfe. Ja, möchtest du ein Auto haben? Hallo? Ich hätte gerne ein Auto. Geh mir die auf den Sack jetzt! Nee, nicht wirklich. Und der da drüben, glaube ich. Ich hätte gern ein Auto, ja. Ich will gern Auto. Das ist so geil. Wie er darum bittet und den Spacken nicht. Ja, komm, dann komm, ich hätte gern ein Auto. Nee. Das war mein bester Lacher. Ja. Mein bester Lacher, den hatten wir beide, meiner Meinung nach, in dem Altis Bonus-Video zum Millennium-Video, wo wir die Animationsfunktion von Altis Live entdeckt haben und wir uns beömmelt haben. Ja, mitten auf der Straße sei dazu gesagt. Richtig, ja. Und die Animation kann man ja nicht abbrechen. Nee, ich glaube, also nicht, dass ich wüsste. Das ist richtig witzig. Was sind wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Der war gut. Der war gut. Ja. Ich bin nicht. Oder kommt was? Oh, wir sind tot! Beste Konversation. Naja, das ist natürlich ganz klar, das war für mich glasklar, was mir auch immer noch in Erinnerung bleibt. Hatten wir im altes Beleidigungsvideo, klar, da hatten wir auch die meisten Konversationen. Mit den Polizisten, den blöden Polizisten. Und dann, oh Mann, und das war so richtig witzig, wie wir sie einfach die ganze Zeit quasi gemobbt haben. Und das ist mit mir jetzt zu persönlich und bla bla bla. Ja, also Beleidigungsvideo, klar. Aufgabe war, Polizisten zu beleidigen und damit Punkte zu machen. Ja. Aber bei den beiden war es echt ganz schön krass, fand ich, weil... ich weiß nicht, alle anderen haben das irgendwie runtergespielt, alle anderen Cops. Dann sehen Sie mal zu, dass Sie mit Ihrem Stinkstiefeln hier verschwinden. Ja. Und haben das irgendwie überhaupt nicht richtig so angrifflich genommen. Und die erste Beleidigung, die wir da rausgehauen haben, da habe ich, glaube ich, gesagt... Da habe ich mich eigentlich eher beleidigt mit der, richtig, dem Wort richtig. Bimbo. Ja. Und sie hat natürlich gleich gegen sich genommen. Sofort hell übrig. Was? Ja, genau. Und da war dann schon gleich das Eis ein bisschen dünner. Aber ja, Forza hat natürlich noch einen draufgesetzt. Und was hast du gesagt? Planschkuh, ne? Das verstehe ich Planschkuh nicht, sagt er. Sagen wir, reparieren erstmal das Auto und die Straße, bevor wir alle noch unten. Ach, jetzt soll der Bimbo wieder das Auto reparieren. Ja, wieso das denn? Wie hast du mich gerade genannt? Bimbo. Was? Er hat sich selber Bimbo genannt. Ich hab mich Bimbo genannt. Das versteht die Platschkuh nicht. Zusammenstoß habe ich von mir aus nicht bemerkt. Wirklich nicht. Also, das... Ist auch eine geistige Lichthupe, du. Meine beste Konversation, mein Dialog war eher ein Monolog, denn im Weihnachtsvideo, da gab's den Herrn Ivo und ich weiß nicht, er hat uns gefragt, ob wir ihn umgefahren haben, weil er von einem schwarzen SUV tot gefahren wurde und hat alles verloren, was er hatte, weiß ich nicht, ja. War wohl anscheinend ein neuer Spieler. Ja. Und dann hab ich gemeint, ja komm, hier kriegst mein Auto,
weil wir ja eh gerade dabei waren, zu verschenken. Ja. Und in der Zeit meinte er einfach, mir erzählen zu müssen, was da genau passiert ist. Du kannst gerne unser Auto haben. Weil der neben der Leiche stand, hat mich gefragt, ob alles okay ist und dann hat... Ja? Ja, muss nur kurz warten, mein Kollege, der ist gerade ein kleines Nickerchen am Machen. Und dann kannst du es gerne haben. Oh, geil, danke. Ist ja Weihnachten, ne? Na, jedenfalls hab ich dann zu diesem Hinweis gefragt, ob alles okay ist. Dann sollte ich da das Auto mitnehmen, hab ich gesagt, abgeworfen, hab ich gesagt, selber, da bin ich zu meinem Ausgang. Bin ich weggefahren, dann nimmt er sein Sturmgewehr und da schießt mich. Was erzählt der? Ja, das beste Intro sehe ich im Beleidigungsvideo. Da geht das nämlich das Ganze los mit einem. Ja, wir haben so eine Art Filmstart hingelegt mit epischer Musik und ja. Der und der präsentiert in Kooperation mit Arma, das ist natürlich Schwachsinn. Weil Arma, glaube ich. Das ist nicht Schwachsinn. Scheiß wusste, dass wir das gemacht haben. ja, gut, aber das Ganze fängt natürlich. Also haben wir irgendwie episch anfangen lassen wollen und dann mit diesem einen Crash, den wir verursacht haben, indem wir. Polizeiwagen geschnitten haben. Ja. Ja, damit war das Ganze dann. Hab ja nicht geschnitten. Bei mir schon. Passiert, ich konnte nicht nach hinten gucken. Alter! Mein bestes Intro fand ich natürlich, war in dem altes Touristenvideo, wo wir die Briten gespielt haben, und mit der epischen Musik, auch mit der epischen Musik am Anfang, ja. Und den Bildern, die wir gemacht haben. Die sind auch übrigens alle echt. Ja, wir sind mit unseren Charakteren ein bisschen rumgekommen. Die sind nicht bearbeitet. Yeah, some days I feel unfazed, like when I'm with my friends with a cut raise. And on Monday, I got a gun raised, suicidal to a dime till hump day. Then I go right back at it like an automatic. More drinks, more songs, more beats to rap. I need a shrink, I'm gone, more time keeps passing. No watch, no thoughts at all, just a hat, new era. Rep my P's and O's, O's. Need a Phillies with the orange and black to feel home. From Citizens Bank back to Camden Yards, it's a tale of two cities. And trust we go hard, trust we go hard. Yes, we go hard, you said we go hard. Then we go hard, rockin' my Bob Cousy, stocking up on the loose. The lyrics come easy, but the life is a doozy. And yes, I'm choosy, and no, I won't settle. But I still take pop off over that kettle, cause I'm talking bigger picture. And yes, I'm gonna hit you with the... Der beste Unfall. Erstmal ganz weg von Altis, fand ich. Und der lustigste Unfall von gleichzeitig war... im Central-Video, was hoffentlich ein paar von euch geguckt haben. Ich hoffe doch, weil das fand ich immer noch, das finde ich immer noch, ist das beste Video. Nein, nicht das Beste. Nein, nicht das Beste, aber eins der Besten. Das stimmt, ja. Doch, ist es wirklich gut. Und in einer Szene, in einer Mission mussten wir... Ja, die war auch so schwer, ne? Der wir, 5000 Mal wir haben, gespielt. Wir haben die wirklich oft gespielt, weil wir mit dem Hubschrauber so einen blöden kleinen Wagen beschützen mussten und... Wir den selber dauernd kaputt gemacht haben. Ja, wir haben den selber ganz halt beschossen und die KI war auch da nicht so geil, ne? Ich darf doch nicht rammen. Oh. Yo. Alter, der Helikopter ist ab. Von wegen Schützen gestorben, jetzt sind wir mit dem Hubschrauber abgestürzt. Ja gut, mein bester Unfall war im Urlaubsvideo. Wir sind gerade losgefahren, natürlich auf der falschen Straßenseite, weil wir aus Großbritannien kamen. Ja, natürlich. So, und der erste Wagen, der uns entgegenkam, den haben wir natürlich von Weitem gesehen und sind dann auch ein bisschen langsamer geworden. Aber die sind einfach nicht ausgewichen, ne? Die waren, glaube ich, auch ziemlich schnell. Und ich weiß nicht, wie schnell wir insgesamt waren, vielleicht 70 oder 80 noch. Aber die sind wirklich frontal in uns rein.
Und das fanden die natürlich auch nicht so witzig, weil wir dachten natürlich, wir haben irgendwelche Touristen oder so, aber sind ja, wie viele waren das? 5, 6 Leute ausgestiegen mit Waffen. Und haben uns natürlich zusammengeschissen, was wir dann auf der falschen Straßenseite fahren. Aber wir haben das natürlich nicht auf uns sitzen lassen, haben zurückgestänkert, dass die auf der falschen Straßenseite waren. Ja. Ich glaub, der hat eine Waffe, der hat eine Waffe. Ich glaube, wir sollten aussteigen. Wir sollten aussteigen, ja. Hallo, aussteigen. Das tut uns jetzt aber leid. Ist Ihnen was passiert? Kannst du nicht fahren? Sie sind auf der falschen Straßenseite gewesen. Was sagt denn die behindert oder so? Warum hast du uns gerade gerammt? Sie haben doch uns gerammt. Liegt sie nicht an, Mann. Wow, ihr fahrt hier auf der Straße und sagt, wir hätten euch gerammt. Ja, also mein coolster Spieler, ich weiß gar nicht, in welchem Video das genau war. Das war der Rumpel. Rumpel haben wir, glaube ich, auf der Straße getroffen, als wir einfach Geiseln nehmen wollten. Also wir sind mit einem, wir hatten einen Geländewagen, mit dem sind wir auf den Marktplatz gefahren und haben unser Auto aufgemacht. Und die Leute steigen einfach ein, weil sie denken, egal, das Auto ist auf, ich bin mal ein bisschen, jetzt ein Troller. So. Und dann steigt er bei uns ein, wir nehmen ihn mit. Bringen ihn irgendwo in die Pampa und wollten ihn ausrauben. Der hatte nichts dabei, gar nichts, ne? Und ich weiß gar nicht, wer das jetzt genau war. Ich glaube, er hat den Vorschlag gemacht, dass wir ihn doch als Geisel nehmen können, oder? Ja. So, und das haben wir dann auch gemacht. Haben dann natürlich mit den Polizisten irgendwie verhandelt. Und dem war das völlig egal, dass wir dann einen Geisel hatten. Dass wir den umbringen, war ihnen auch egal. Und ja gut, dann kam es natürlich zu der Situation, dass wir ihn umbringen mussten, damit das auch irgendwie ein bisschen Eindruck macht. Und wir haben uns nebeneinander gestellt. Wir haben alle salutiert. Und dann... Ja, habe ich ihn erschossen. Dann hast du ihn erschossen. Warte, das will ich auch sehen. Okay, ich salutiere sogar. Entschuldigung. Was hast du davon? Braver Bär drauf. Hä? Ich wollte nur sicher gehen, dass du tot bist. Aus dem können Tote nicht reden. Schweig jetzt! Töte können nicht reden! Mein kurzer Spieler war die Person, ich kann den Namen jetzt gerade nicht, also so Russen ähnlich. In dem Bonusvideo, mit dem SUV einen Unfall gebaut haben, wir Faxen gemacht haben und dann erst einer mit seinem Geländewagen ankam und versucht hat, das Auto umzudrehen und dann der coolste Spieler mit seiner Limousine versucht hat, das ist so wie um zu drehen und dabei bestimmt 5000 Mal seine Limousine getrottet hat. Er hat ihn auch immer wieder repariert, ne? Ja, er hat auch unseren Wagen noch repariert. Ja, eben, der hat alles gemacht. Aber nicht hochjagen. Er macht doch noch rückwärts, Alter. Frei explodiert. Bis sie heulen. Nein, der schafft das. Bis sie heulen. Bisschen mehr Schwung. Ihr solltet das umdrehen und nicht kaputt machen. Das ist ja gar nicht so leicht, wie das aussieht. Und du kannst nicht in mein Auto steigen, du kannst es selber umdrehen. Wieso macht er das rückwärts? Dein Auto ist doch scheiße, Mensch. Genau, schieben Sie es einfach auf die Straße, dann schiebt das schon jemand weg. Ja, das läuft. Stück noch. Oh. Sehr schön. Der ätzendste Spieler war für mich in dem alten Touristen-Video der Herr Hardstyler. Der ganz coole SEK-Typi hat einfach nur genervt und auch die anderen Spieler hat er genervt und wir waren dafür verantwortlich, dass die alle ihre Waffen verloren haben. Ja, das war schon eine coole Aktion. Also am Anfang hatten wir das ja auch, dass der Hardstyler rumgeschrien hat und irgendjemand ganz halt dazwischen gelabert und Hardstyler dachte, Forza wäre das und ist vor ihn getreten und hat ihn einfach nur angeschrien, was das soll, dass er hier rumschreit. Ja, Jungs. Ich meine, Jungs, beruhigt euch. Ich bin. Ey! Ich war am Reden, verdammt!
Tim, lass uns reden. Dann bring ich sie zum Beruhigen. Ich glaube, es geht los. Maul, wenn ich... Ich hab doch gar nichts gesagt. Ja, ich kann euch, beim besten Willen, ich kann euch hier nicht unterscheiden, ihr seid nicht wieder. Da hatte ich echt Schiss. Mein letzter Spieler, sind gleich mehrere, wobei dazu auch der Forza zählt. Hallo. Denn im Video von Pyrgos nach Kavala, wie gesagt, 1,5 Stunden hat das gedauert. Was nicht gerade wenig war, war halt nicht so spannend. Ja. Das, was er verdient hat. Da sind mir nämlich viele Leute entgegengekommen. Zwar nicht wirklich potenzielle Helfer, aber ziemlich viele bescheuerte Leute, so ADAC und Krankenwagen und so. Keiner konnte mir helfen, keiner durfte mir in dem Fall helfen. Und ja, selbst Forza hat mir da noch eine Nachricht geschrieben. So ein Hurensohn. Was auch nicht gerade aufbauen war. Sondern eher ein bisschen assig. Naja, muss man auch denken, hat So, die beste Endscene, die ist im Bonusvideo, also die Endscenes kommen natürlich immer nach dem Outro, die kennt wahrscheinlich niemand von euch, weil jeder nach dem Outro sofort abstellt, aber die beste Endscene war meiner Meinung nach in dem Bonusvideo, da sind wir durch irgendeinen Trottel, ich glaube das war Forza, haben wir einen Unfall gebaut und ich lag natürlich auf dem Boden rum, war tot, geil. Okay. Meine beste Endscene war im Far Cry Video, im ersten. Am Ende mit der Schildkröte. Ich glaube, das war das erste Far Cry Video. Ja, das war ja so, eigentlich so eine kleine Parodie. Also wir haben ja, also was heißt eine Parodie, ne? Wir haben ja ein richtiges Battle gemacht mit dem Dax. Und ja, das gleiche haben wir dann nochmal mit der Schildkröte gemacht. Richtig. Das war ganz witzig. Okay. Und diese Kampfmusik, den. Ja, aber wirklich gewehrt hat sie sich ja nicht. Nee. Der beste Bug, den wir hatten, war wieder im Far Cry Video, im letzten Teil, beziehungsweise im dritten Teil, wo ich quasi in das Rentier reingefahren bin und das einmal in meinem Auto gebuggt ist und dann auch so unglücklich auf meinem Schoß rumgelaufen ist, dass das aussah als, ach gut, ein bisschen albern schon. Da aber kann man sich dann was ausmalen, ne? Ja. Komm, sieht aus wie ein Lama. Ja, gib's mir. Also in Wirklichkeit ging die Szene 10 Minuten, ne? Muss man dazu sagen. Bis zur Erschöpfung. Ja, mein bester Bug war auch in Far Cry, im zweiten Video. Also wir haben der Händler, der musste bei uns ziemlich oft leiden. Also der hat einfach von mir meistens, glaube ich, immer auf die Fresse gekriegt. Warum auch immer, weil er einfach irgendwie ein Spacko war, fand ich. Und ja, in einer Szene wollte ich ihm eine Mine an den Kopf schmeißen. Das hat auch bis zu einem bestimmten Punkt ganz gut funktioniert, bloß wollte ich diese Mine schmeißen und sie hängen einfach in der Luft fest. Hallo! Ach du meine Güte! Was? Ja gut, der beste Ausraster, war sozusagen ein lustiger Ausraster von uns, in dem Rebellenvideo. Da gibt es die eine Szene, wo wir die Straßensperre machen und versuchen, irgendwelche Leute anzuhalten. Und wir haben uns vorgenommen, wirklich alles anzuhalten, was kommt. Und dann kam auch ein Polizeiwagen. Vor dem sind wir in Deckung gegangen und er ist einfach wieder umgedreht, ne? Und wir haben uns natürlich schon gefragt, hey, wieso dreht er jetzt einfach um? Und ja. Wir wussten auch Bescheid, weil ein paar Meter hinter dem Polizeiwagen kam natürlich das SEK. Polizei! Die verpissen sich! Wer kommt denn da? Ich weiß nicht. Lena. Das ist ein LKW. Nee, oh, das ist das SEK! Scheiße!
Guten Tag. Ja, den besten Ausrüster finde ich, der liebe Delta, der Delta hatte, in dem Bürgerschlag-Kavaller-Video, verständlicherweise, als er da schon an der 90-Grad-Kurve war, nie in Kavaller. Nach einer Stunde. Ja, wo ich schon gesagt habe, ah, jetzt sind wir gleich da, und er musste noch ein bisschen keine Kilometer weiter laufen und zwei Zambaks an ihm vorbeigefahren sind. Hallo, Entschuldigung, hallo? Arschloch! Fick dich! Hallo, Entschuldigung! Arschloch. Ja, es war einfach so gemein, weil ich habe mich wirklich schon aufgeregt nach den ersten paar Minuten eigentlich, dass mich keiner mitgenommen hat, weil ich mir ja sicher war, dass mich einer mitnimmt. Kommen wir zum letzten Punkt, nämlich den größten Fehler allgemein, der passiert ist, so vom Drehen her oder vom Verarbeiten her, und meiner Meinung nach war der größte Fehler auf meiner Seite in der Endszene, wo wir halt so sagen wollen, dass der ADAC uns nicht abholt, beziehungsweise uns abholt, ja, ich weiß immer noch nicht. Ich mach's immer noch falsch. Also wir hatten diese eine Situation, dass der Polizist unser Auto genommen hat, weggefahren, Hubschrauber war irgendwie auch weg. Ja, genau. Und dann hingen wir da. Ja. Warum sind wir denn hier? Kann uns jemand bitte. Wie heißt die Ort nochmal? Und kommt der ADAC gleich? Ja, sie haben geschrieben, die kommen in 10 Minuten. Und kommt der ADAC gleich? Ah, die wollen uns nicht abholen. Was? Nein, sonst sagen, ja, der kommt gleich. Also, ich war schon wieder da stehen. Cut! Natürlich musste da irgendwas passieren, was ein Fahrzeug verkackt. Das ist auch übrigens nicht nur die einzige Szene, wo ich mal was kacke, aber egal. Ja, die meisten sind nicht im Video, weil wir sind es einfach schon leid. Du machst auch Fehler. Ja, genau, mein Fehler ist nämlich, also mein größter Fehler, den ich im Video mal gemacht habe, als ich das Beleidigungsvideo geschnitten habe, was ich nämlich ziemlich ärgerlich fand, weil das mit eins meiner Lieblingsvideos ist, kommt zum Schluss, glaube ich, die eine Gesamtpunktzahl bei mir von 13 Punkten raus. Dann steht eine ganze Weile 12 Punkte da und dann steht zum Schluss wieder 13 Punkte. Also das ist ein totaler Schnittfehler oder ein Schnittfehler, könnte man dazu sagen. Ja. Und das hat mich irgendwie geärgert, weil gerade dieses Video wollte ich irgendwie richtig gut machen und dann kommt da so eine Scheiße raus. Ja, genau, und das war jetzt unser Best-of 2014 und ja, als nächstes machen wir gleich noch ein bisschen Information, wie es 2015 aussehen soll. Was wir denn genau alles vorhaben.